Hi, freut mich. grüß dich, Wie Erik. geht's dir heute? Mir geht's hervorragend. Ich bin froh, dass ich hier sein darf, in meiner eigenen Wohnung. Es ist eine sehr schöne Wohnung, wo du Danke. hier bist. Auch die Aussicht ist sehr cool, auch die Sonnenuntergänge. Ja, ist gar nicht verkehrt, ja. Ja, wir sitzen heute hier in Zypern, in Ayia Napa. Da wohnt Dominik. Wir reden heute mal über Intuition, Selbstwert, Beziehungen und gesetzte Anziehung, weil das auch das, wo du dich am meisten damit beschäftigst, oder? Oder wer bist du überhaupt? Wenn man dich jetzt nicht kennt, was sind die wichtigsten Punkte, was man kennen muss? Das ist eine gute Frage. Wer bin ich überhaupt? Ja, mein Name habt ihr schon gehört, Dominik. Ich bin der Gründer der Best of Me Academy. Investor, Lebenskünstler und eins meiner Lieblingsdinge sind, ich sag mal, ich nehme das Leben gerne leicht, also Leichtigkeit, ich habe gern Spaß, ich sehe gern alles harmonisch. Natürlich grenzt man immer mal an Ecken an, aber ich versuche so Leichtigkeit in die Welt zu tragen und ich glaube, das ist so eins der Dinge, die meinen Charakter ausmachen. Wie tragst du Leichtigkeit? Indem ich Dinge einfach entspannt angehe. Ja, ich versuche Entspanntheit in die Welt zu bringen und Menschen auch entspannter zu machen durch, weiß ich nicht, durch verschiedene Prozesse, dass einfach der Stress ein bisschen rausgeht, weißt du, weil ich gehe davon, also ich sag mal so, ich habe so diese Philosophie, dass du halt diesen Moment, den du jetzt hast, dass du den halt genießen darfst, weil der kann im nächsten Atemzug weg sein. Ja, und wenn du dich dann stresst mit irgendwelchen unsinnigen Sachen, dann machst du letztendlich nur dein Leben kaputt und das versuche ich da halt einfach ein bisschen rauszutragen. Aber das habe ich schon gemerkt, weil wir sind jetzt ja auch schon eine Woche auf dem Weg, ja, wo das Auto kaputt gegangen ist und wir eigentlich zum Autotreffen fahren wollten. Ja. Hier in Zypern. Ja. Auch so. Ja, okay. Ist halt so, ja. Nehmen wir das andere Auto. Okay, es sind zwei Autos von meinen drei Autos kaputt. Nehmen wir halt das dritte. Das Man muss dazu sagen, dass das dritte Auto eigentlich so eine Strandschlampe ist, ja. Und das war echt witzig, weil wir mit dem kaputt aussehenden BMW zusammen mit den McLarens und Lamborghinis und Ferraris rumgefahren sind. Aber es war cool, weil die haben uns trotzdem akzeptiert. Ja, es war eine interessante Erfahrung, ja. War eine interessante Erfahrung. Wir sind auf jeden Fall sehr schnell mit uns vorbeigefahren. Ja. Ja. Also mich freut es auf jeden Fall, jetzt die Woche mit dir da auf dem Weg zu sein. Wir haben auch einen Workshop mit Dominik gemacht, den was du geleitet hast, gelitten hast. Gelitten Nein, hast? Nein, wir haben gelitten. Na, was du geleitet hast. Ja. ja, der war auch ziemlich interessant. Und da war auch das Thema Intuition ja sehr groß angeschrieben. Ja. Das legst du ja sehr viel Wert. Ja. Aber was ist eigentlich die Best of Me Academy? So, wieso hast du die ins Leben gerufen? Best of Me Academy habe ich ins Leben gerufen, weil ich eben in meinem bisherigen Leben immer wieder die Erfahrung machen durfte, dass es eigentlich darum geht, die beste Version von sich selbst zu werden. Ich bin ja nebenher hobbymäßig noch, wie sagt man, Musikproduzent. Ich mache noch elektronische Musik und ich hatte eine sehr große Downphase davor und habe dann ein Album gemacht, wo ein Song Best of Me heißt und das war eigentlich so der Anfang. Den Song habe ich gemacht aus einem ja, Leid oder aus einer Negativität heraus, sage ich mal. Und später habe ich dann einfach gemerkt, dass ich im Immobiliengeschäft, was ich davor gemacht habe, nicht mehr das Glück gefunden habe, was ich davor gefunden habe und irgendwie war da mehr. Und dann habe ich gemerkt, dass es darum geht, die beste Version aus sich selbst zu werden und dass ich auch sehr gut die beste Version aus anderen kreieren kann. Mhm. Das habe ich auch die ganze Zeit gemacht, nur war mir das nicht so wirklich klar. Und da wurde es mir klar und dann habe ich gesagt, okay, dann darfst du dich jetzt deinen Ängsten stellen und größer denken und damit rausgehen an die Menschen und denen, die wirklich unterstützen, die beste Version aus sich selbst zu werden. Und in dem Moment, als ich entschieden habe, wusste ich auch noch gar nicht, wie sieht es jetzt aus, wie heißt es am Ende, wie vermarkte ich das, was mache ich überhaupt mit den Leuten. Deswegen bin ich sehr stolz und dankbar, dass ich dieses Event jetzt auch machen durfte mit euch, weil es auch mein erstes war. Und da habe ich auch wirklich gesehen, dass es funktioniert. Ja, weil ich bin da auch recht planlos, in Anführungsstrichen, sage ich mal, rangegangen. Und es hat sehr, also ich bin sehr überrascht davon, wie es funktioniert hat. Ja, und genau so ist die Best of Me Akademie entstanden, einfach mit der Vision heraus, so vielen Menschen wie möglich zu helfen, die beste Version von sich selbst zu werden, weil es gibt so viel Potenzial in den Menschen, was einfach dort schlummert und von unseren Mustern unterdrückt wird und da möchte ich einfach pushen, harmonisch natürlich nicht. Ja, ich weiß, was du meinst. Ja. Also das Beste, was ich mir mitgenommen habe, was ich auch jetzt die letzten Tage ausprobiert habe, was echt gut funktioniert hat, war die Intuition. Kannst du ein bisschen was über Intuition sagen? Ja, also Intuition ist so die wahre innere Stimme
Oder für die, die es anders kennen, es gibt verschiedene Begriffe dafür. Das ist so dieses Bauchgefühl, dieses Leise, dieses Liebevolle. Man sagt zum Beispiel, dass Frauen auch viel intuitiver sind als Männer, weil die viel mehr diese Gefühlswelt leben als die Männer. Die Männer akzeptieren das nicht so sehr, die drücken das eher weg, die sind eher die Starken. Und das ist so diese leise Stimme, also jeder von euch kennt das, diese leise Stimme, die dir irgendwelche Sachen sagt, hey, geh doch mal dahin. Sprech doch mal diese Frau an, geh doch mal da, weißt du, so diese kleine, liebliche fast schon Stimme, das ist Intuition. Wo die herkommt, kann man sich drüber streiten, dass sie existiert, ist klar. Man könnte jetzt sagen, das ist Gott, manche nennen das vielleicht Engel, manche nennen das Universum. Für mich ist es einfach nur Energie oder vielleicht auch der Ursprungsort, von dem wir herkommen. Da gehen wir jetzt aber dann, glaube ich, sehr in die Tiefe, wenn wir da drauf eingehen. Auf jeden Fall ist dort irgendeine Verbindung da, die für mich so eine Art Wegweiser ist. Mhm. Und wenn sie ein Wegweiser ist, dann kommt sie irgendwo her, wo sie mehr weiß, als ich weiß. Mhm. Sonst könnte mir sie nicht den Weg weisen. Und die sagt so, hey, vertrau dir doch mal, spring doch mal da rein, weißt du, so das. Und das ist für mich Intuition. Aber wenn man immer ein bisschen mehr über die Entscheidungen nachdenkt, dann fängt man an, logisch zu denken. Das haben wir sehr geübt, auch in den Praxisübungen und alles, dass wir das durchüben. Ja. Ja, voll. Das letzte Mal habe ich mit Max einen Schlüssel gesucht. Mhm. Ja, und er hat nach 5 Minuten gesagt, dann hat sicher der eine Kollege mitgenommen, was da im Büro war. Ich so, wieso sollte er mitnehmen? Der war zu Fuß da. Mhm. Wir haben bis 5 Uhr in der Früh gesucht. Mhm. Und es war tatsächlich das. Also die Intuition verrät uns oft schon das, was es auch eigentlich ist. Es ist wie die Erdanziehung. Man sieht sie nicht, aber man spürt sie. Ja, und Intuition pusht dich natürlich auch, weil du bist aus einem gewissen Grund hier, der den meisten wahrscheinlich gar nicht bewusst ist. Also meiner Meinung nach sind wir nicht hier, um zu existieren wie, jetzt nicht abwertend gemeint, aber nicht zu existieren wie eine Kuh, die einfach den ganzen Tag nur Gras frisst, im Kreis läuft, scheißt und dann irgendwann stirbt. Die hat natürlich in dem Sinne auch ihre Daseinsberechtigung, aber wir als Menschen, wir sind auch nichts Besseres als Kühe, aber wir als Menschen, wir haben eine Vision hier. Wir wollen was umsetzen, wir wollen was bewegen, wir wollen was erreichen. Und selbst wenn es dir nicht klar ist, gib dir deine Intuition, versuch dich, sie dich auf den Weg zu bringen. Mhm. Und je mehr du das ignorierst, desto größer sind die Zeichen. Und das ist das, was wir dann später vielleicht Krankheit oder Probleme oder sonstige zu lösende Aufgaben in unserem Leben nennen, weil die Intuition dich einfach immer mehr darauf hinweist, hey, das ist dein Weg. Und wenn du ganz tief und ehrlich mit dir selber bist, wenn du ganz tief reingehst, dann weißt du auch, was dein Weg ist. Aber du hast Angst. Und diese Logik, was du gerade eben gesagt hast, ist eben das, was sich im Laufe unserer Erziehung, im Laufe unseres Lebens entwickelt hat. Es sind ganz einfach die logischen Abläufe. Aber logische Abläufe kommen immer aus der Vergangenheit. Du weißt, du hättest mir vorher nicht sagen können, wie die Hauptstraße hier in Ayanapa aussieht, weil du es nicht gesehen hast. In dem Moment, wo du aber hierher gekommen bist und sie gesehen hast, hast du es abgespeichert in deinem Gehirn und jetzt kannst du sie eben beschreiben, aber vorher nicht. Und Logik ist dafür da, um unser Leben zu vereinfachen, um uns auch zu beschützen, um uns ganz normale Dinge einfach leichter umsetzen zu lassen. Es wäre total bescheuert, wenn wir jeden Morgen aufstehen müssten und nicht wüssten, wo wir hinkacken könnten. Ja, das wäre mit einem riesigen Aufwand verbunden. Oder wo? Ja, oder ganz einfache Sachen. Oder du wüsstest gar nicht, ich wache jetzt auf und vielleicht werde ich jetzt umgebracht da draußen, weil du gar nicht weißt, ob du in deiner Wohnung bist oder nicht. Wenn wir alle Sachen, die uns passieren, immer wieder neu bewerten müssten. Und dafür ist Logik da. Wie kann man das so ein bisschen abschalten bei Entscheidungen? Ja. Das brauchst du gar nicht abschalten, weil Logik ist ja gut. Zum Beispiel im Business. Du lernst ja Sachen, die du dann in der Zukunft wieder anwenden kannst, weil du sagst, hey, da bin ich mal auf die Fresse geflogen, da habe ich mal eine große Summe Geld bezahlt, weil ich den Fehler gemacht habe, nächstes Mal mache ich es anders. Dafür kannst du ja Logik verwenden, aber dir muss klar sein, wenn du wohin willst, wo du vorher noch nicht warst, wenn dein Ziel ein Ziel ist, das du bisher noch nicht erreicht hast und deine Intuition dann dir den Weg weist, dann kann dir Logik nicht weiterhelfen, weil Logik bringt dich immer wieder dahin, wo du schon warst. Geht ja gar nicht anders, weil Logik, geht nicht anders. Genau, Logik ist erst in deinem Gehirn, nachdem du es erfahren hast. Das heißt, erst nachdem du dein Ziel erreicht hast, ist es für dich logisch. Vorher ist es nicht logisch. Und du weißt ja den Weg auch dahin nicht. Das Problem ist immer, dass wir den Weg nicht wissen. Wir stellen uns vor, ich will dahin zu 1 Million, Beispiel. Dann stellen wir uns den Weg vor, wie wir dahin gehen. Ah, da treffe ich ein paar Kunden, ah, da mache ich ein bisschen Mentoring, ah, da machen wir ein bisschen das. Platz, zack, kriege ich 1 Million, ah, bin ich happy. So einfach geht es aber meistens nicht, weil wir die Fähigkeiten dazu brauchen. Deswegen leitet uns unsere innere Stimme hierhin, dahin, hierhin. Dann kriegen wir da auf die Fresse, dann kriegen wir da eine Schelle, dann treffen wir hier ein paar Leute, dann gibt es hier einen Rückschlag, dann gibt es da das. Und das ist aber auch das, was das Leben ausmacht und was das Leben spannend macht, weil es halt nicht vorgeplant ist. Genau, und wie man jetzt darauf hört, ist zu unterscheiden, welche Stimme spricht gerade mit mir. Und das habt ihr auch gelernt in den Tagen, das kannst du auch jetzt schon besser bewerten, wenn ich irgendwo hingehe, wenn ich irgendwas mache, wenn mein Ziel
irgendwo ist, wo ich noch nicht war. Und dann kann ich quasi schauen, welche Stimme spricht gerade zu mir. Und das merkt man, wenn man sich darüber bewusst ist. Weil die Logik sich anders anfühlt als die Intuition. Man muss es nur unterscheiden. Man muss es sich einmal bewusst machen und dann gucken, wie in meinem Leben sprechen diese Stimmen zu mir. Okay, gut. Also was mich noch interessieren würde, wäre, wenn wir ein bisschen über Gesetz der Anziehung reden, also was deine Meinung dazu ist. Bei mir hat es persönlich sehr viel weitergeholfen. Wo ich 16, 17 war, da ist auf jeden Fall bergauf gegangen. Mhm. Bye, bye. Vielleicht kannst du da noch ein, zwei Worte. So, bye. Immer irgendwelche Russinnen in deiner Wohnung rum? Manchmal. Manchmal. Mhm. Das ist gut. Auch Zyprioten oder? Nee, mag ich nicht so. Nur Russinnen? Mhm. Deutsche? Nee. Okay. Das Gute ist, dass die Wohnung so groß ist, dass theoretisch 10 Stück da sein könnten und die sich niemals über den Weg laufen würden. Das ist gut. Das war ein Spaß, das habe ich von Kollegen geklaut. Den Pool sieht man nur. Das sieht man gerade nicht, weil Apple gerade ist, ne? Weil Apple ist, ja genau. Das war von dem Song, MTV Home, von Kollega, geiler Song. Okay, geil. Ja, okay. Okay, Gesetz der Anziehung, beim Gesetz der Anziehung waren wir. Also das Gesetz der Anziehung ist meiner Meinung nach, zumindest so wie es mir bekannt wurde, mit dem Film und dem Buch The Secret sehr in den Augenschein getroffen, sagt man das so? Ja. Ja, genau. So, da ist es aber recht einfach, weil die sagen, dieses Positivdenken, die sagen quasi, du musst positiv denken. Und da gibt es ja diese eine Geschichte, wo diese Frau sich diesen weißen Porsche, glaube ich, vorstellt. Ich bin mir gar nicht sicher. Und dann findet sie den plötzlich und alles läuft ganz entspannt. Das Problem ist aber dabei, dass wir viele Verhaltensmuster haben, die dagegen sprechen könnten. Und wenn du jetzt ein Mensch bist, der mit dem Reichtumsthema, sage ich mal, entspannter Verhaltensmuster hast und du dir dann sagst, naja, stell mir das mal vor, dann kann es recht einfach sein, dass du den bekommst. Aber die meisten Menschen haben das nicht. Die meisten Menschen haben Verhaltensmuster, die gegen den Reichtum sprechen. Deswegen haben die so Schwierigkeiten, reich zu werden. Und was mir einfach aufgefallen ist oder was ich gelernt habe, ist, dass das Gesetz der Anziehung nicht so definiert ist, dass du das bekommst, an was du denkst, sondern dass du das bekommst, was du bist. Das heißt, wenn ich sage, ich will reich werden oder ich will viel Geld haben und habe aber nicht viel Geld, ich kann mir das nicht leisten und das nicht, verinnerliche ich eigentlich, dass ich arm bin. Genau, oder? Genau, das ist das Thema. Und wenn du zum Beispiel dich in den Spiegel stellst und dich anschaust, wirklich ganz ernst anschaust und dann sagst, ich bin reich und du hast Muster, die dagegen sprechen, was ja nicht schlimm ist. Bei den Leuten, bei denen die Muster passen, die haben vielleicht andere Muster. Aber gehen wir mal von aus, dein Ziel, was du jetzt hast, und du stellst dich in den Spiegel, dann spürst du irgendwo, dass irgendwas das nicht akzeptiert. Und jetzt ist das Spannende, weil die Leute pressen sich dann rein. Die sagen dann, naja gut, dann muss ich halt einfach nur 30 Tage lang jeden Tag mich im Spiegel anschauen und sagen, ich bin reich im Bereich und pressen sich quasi rein. Die Logik. Genau, aber deine Verhaltensmuster, die dafür sorgen, dass du ja jetzt noch nicht reich bist, die sind im Unterbewusstsein abgespeichert. Und dein Unterbewusstsein im Verhältnis zu deinem Bewusstsein sind 95% zu 5%. Das heißt, du gehst jetzt mit deinem 5% Bewusstsein her und sagst, ich bin reich und deine 95% Unterbewusstsein sagen, fick dich, probier's mal, weil die damit nicht übereinstimmen. Das heißt, wie man daran rangehen würde, wäre zu gucken, wo sind denn Muster, die mich daran hindern und daran dann zu arbeiten. Das wäre dann wieder ein anderes Thema. Weil wenn du nämlich die versuchst reinzudrücken gegen dein Unterbewusstsein, dann erzeugst du einen Widerstand. Und Widerstand ist immer schlecht. Das Wichtige dabei ist, dass du verstehst, dass du das anziehst, was du bist. Deswegen bist du in der jetzigen Situation. Wenn du nämlich reich wärst, dann wärst du ja jetzt schon reich, aber bist du ja nicht. Und im Universum, da wo wir, sage ich mal, im Ursprung herkommen, da gibt es keine Zeit. Die Zeit ist ja quasi nur eine Erfindung hier. Jeder Moment, den wir haben, ist in der Zukunft auch der jetzige Moment. Und in der Vergangenheit, als er war, war er auch der jetzige Moment. Also eigentlich ist es nur eine Aneinanderreihung von Momenten. Und wenn wir visualisieren wollen und ein Ziel erreichen wollen, dann dürfen wir uns jetzt schon so fühlen. Und das ist die Schwierigkeit dabei, weil manchmal ist es halt scheiß schwer, sich reich zu fühlen, wenn du nicht reich bist. Genau, also wie mache ich das jetzt, wenn ich gerade vielleicht starte und das Leben gibt mir ein paar Herausforderungen, wie zum Beispiel die Rechnung kommt rein, das kommt. Also es passiert immer viel, oder? Ja. Aber wie kann man sich dann so fühlen, als wäre man reich, wenn sehr viele Rechnungen kommen? Also zwei Punkte. Das erste Mal ist Dankbarkeit. Damit sollte man eigentlich immer in den Tag gehen, weil viele, die Ziele haben, die haben ein Ziel aus einem Mangelgedanken heraus, weil sie ihre Ist-Situation ablehnen. Weil die sagen, ach, das gefällt mir nicht, dass ich pleite bin, das gefällt mir nicht, dass ich fett bin oder was auch immer gerade die Sache ist. Es gefällt mir nicht, ich will woanders hin. Damit lehnen sie sich selber ab.
Ja, und damit bekommen sie natürlich auch Ablehnung. Das heißt, man sollte in den Tag reingehen mit Dankbarkeit und sollte das schätzen, was man hat und dankbar sein für das, was man hat. Und es könnten die allerkleinsten Dinge sein. Man darf halt aufhören, sich nach oben hin zu vergleichen, weil es gibt immer einen, der ein geileres Auto oder eine geilere Yacht hat. Und dann kann man aufstehen und sagen, hey, ich bin dankbar dafür, dass ich heute hier sitzen darf. Ich bin dankbar dafür, dass ich eine Hose habe, die zwei Löcher hat. Aber ich bin dankbar dafür, dass ich was zu essen habe, dass ich einen Kaffee trinken kann, dass ich Menschen habe, mit denen ich, weißt du, so die kleinen Dinge. Und damit kommt man in die Fülle. Damit kommt man in die Fülle. So, was war die Frage jetzt nochmal? Ja, du hast sie perfekt gern. Ah, was man dann noch machen kann, genau. Und das Zweite ist, man muss sich über den Prozess im Klaren werden, dass wenn ich eine Entscheidung treffe und sage, ich will ein Ziel umsetzen, was jetzt noch nicht Realität ist, dann muss man sich die Frage stellen, warum ist es jetzt noch nicht Realität? Wo ist der Fehler bei mir? Oder was kann ich verbessern, damit das zur Realität wird? Das heißt, dir fehlen noch Fähigkeiten. Und in dem Moment, wo ich eine Entscheidung treffe, das ist eine Aktion, bekomme ich vom Universum eine Reaktion. Und eine Reaktion sind genau die Sachen, die du beschrieben hast. Rechnungen, Probleme, Streitigkeiten, was weiß ich was, unehrliche Menschen, Krankheiten, meinetwegen Süchte, alles Mögliche. Und damit kommen wir nicht klar, weil das nicht unserem logischen Weg entspricht, wie wir reich werden wollen oder wie wir erfolgreich werden wollen. Weil wir denken, wir tänzeln einfach so ein bisschen die Treppe hoch und sind dann an unserem Ziel. Wir stellen uns nicht vor, dass wir irgendwo anecken an unsere Grenzen, aber wir haben ja die Fähigkeit noch nicht und die dürfen wir erlernen. Deswegen bekommen wir diese Situation. Und wie du einfacher damit umgehen kannst, ist dir einfach im Klaren zu sein, dass diese Rechnung, die gerade reinkommt oder diese Situation, die gerade reinkommt, mir dienlich ist. Weil das Universum ist gebend. Das Universum schickt dir keine Rechnung, um dich zu bestrafen. Das schickt dir eine Rechnung, weil du entschieden hast, dass du reich sein willst. Und jetzt kannst du die Fähigkeiten entwickeln. Das ist alles. Das heißt, es ist nur immer nur eine Betrachtungssache. Das ist mega interessant, weil wo ich das, glaube ich, am besten experienced habe, die Geschichte habe ich dir erzählt, wo ich gedacht habe, geil, ich bekomme jetzt fixes Geld jedes einzelne Monat. Ich habe mich selber so gefühlt, als würde ich das Geld jedes einzelne Monat bekommen bei einer Firma. Weil da war ich selbstständig, war angestellt. Sie haben gesagt, okay, das Geld kommt nächste Woche. Ich habe gedacht, geil, endlich mal in meiner Selbstständigkeit habe ich so eine Art fixes Einkommen, muss nicht nach Aufträgen unbedingt schauen, weil ich bekomme jetzt so gesagt ein Fixum von Zaui 1500 oder irgendetwas und habe da voll meine ganze Zeit reingesteckt. Und dann war es aber wirklich so, dass ich nebenbei ein paar Aufträge gemacht habe, aber die haben nicht gezahlt. Also wirklich ein halbes Jahr lang nicht gezahlt, aber die ganze Zeit in meinem Kopf habe ich so gehabt, ich überlebe es, ich habe Geld, das kommt sicher und wenn das kommt, dann kann ich das und das zahlen. Es ist trotzdem alles gegangen, nur weil ich gedacht habe, dass ich eine Sicherheit habe, obwohl ich sie nicht hatte. Aber ich habe es verinnerlicht, dass ich wirklich eine Sicherheit habe. Das war ziemlich interessant. Ich hatte da nie einen Stress und das habe ich erst im Nachhinein erkannt. Also das Leben ist darum, vorwärts gelebt und rückwärts verstanden zu werden. Ja, das fand ich gut, was du gesagt hast. Ja, interessant. Und was ich auch richtig finde, ist der Selbstwert. Vielleicht kannst du da noch ein bisschen was dazu sagen. Selbstwert ist wichtig in dem Sinne, weil wir sehr kritisch mit uns selber sind. Ich weiß nicht, wo es herkommt, aber Menschen denken immer so schlecht über sich. Ich weiß nicht, warum. Ich kann es dir ehrlich gesagt gar nicht erklären, warum das so ist. Ob es an unserer Gesellschaft liegt, ob es an der Erziehung liegt, ob es an Kindergarten, Schule, dieses ganze System liegt, wo individuelle Menschen quasi über einen Kamm geschert werden, dass sie quasi nicht mehr individuell gefördert werden. Weißt du, ich sage immer so, das ist wie wenn du einen Fisch und einen Affen vor einen Baum stellst und die dann bewertest, danach, wer am besten den Baum hochklettern kann. Der Fisch wird immer denken, dass er nichts kann. Dabei gehört er da einfach nicht hin. Wahrscheinlich hat es damit was zu tun. Letztendlich ist es aber auch egal, weil es ist irgendwo in uns drin. Und wir dürfen auch einfach lernen, mal zufrieden zu sein mit dem, was wir sind, mit dem, was wir haben und darauf dann aufbauen zu gehen. Das ist wieder das Dankbarkeitsthema, was wir vorhin hatten, dass wir uns nicht immer selber so runtermachen. Aber irgendwie ist es auch in unseren Gehirnen, dass wir immer besser sein wollen und immer mehr wollen. Sonst wären wir auch nicht hier mit der ganzen Gesellschaft. Ja, aber genießt du... Noch Mammuts jagen und heute beschweren wir uns über, keine Ahnung, dass das und das Fleisch ist ausverkauft oder so. Ne? Aber genießt du so das Leben, wenn du quasi immer sagst zum Beispiel, hey, du bist ein fetter Hurensohn, du willst ein geiler Typ werden und du machst dich selber immer so runter, anstatt einfach zu sagen, hey, ich bin gut, aber ich will noch besser werden. Das ist aus einer ganz anderen Motivation heraus. Aber wenn mein Kollege zu mir sagt, hey, du schaust echt dünn aus, geh ins Gym, dann denke ich mir, scheiße, ja, ich geh ins Gym. Oder nicht? Es kommt drauf an, ob du dich davon angegriffen fühlst oder nicht. Wir hatten dieses coole Beispiel, wenn ich jetzt sagen würde, deine roten Haare finde ich hässlich, dann würdest du sagen, hey, was will der Vollidiot von mir, ich habe keine roten Haare.
Wenn ich aber wirklich ernst dir sage, dein Gesicht finde ich hässlich, dann wird es dich vielleicht irgendwo verletzen. So, und du darfst dir einfach der Sache, dass du einfach ein geiler Mensch bist, so bewusst sein wie der Tatsache, dass du keine roten Haare hast. Das stimmt, das ist echt strong. Ja. Und da habe ich diesen Löwen in der Präsentation halt hergenommen, weil der Löwe interessiert nicht, was irgendein Schaf über ihn denkt. Der weiß, er ist ein Löwe und der muss nichts beweisen. Und so, weißt du, in der Tierwelt ist das ganz geil. Und wir machen uns selber immer extrem kaputt. Und wir hatten diese Übung gemacht, wo ich dir gesagt habe, dass du mir sagen sollst, was du über dich denkst. Das war ein bisschen tricky am Anfang, aber das ist ein bisschen schwer. Es ist einem echt schwer gefallen. Und da sieht man aber, wie leichtsinnig man selber mit einem umgeht. Und du weißt, du bist ein Magnet, der hier rumläuft. Und jeden Tag, wenn du über dich selber sagst, du bist scheiße, du bist klein, du bist schlecht, du sendest das alles raus und du kriegst das zurück. Ja, da kommt auch irgendwie die Logik ins Spiel, weil irgendwie wollen wir uns ja die ganze Zeit selber verarschen. Wir wollen uns nicht sagen, dass wir bestimmte Skills nicht haben. Das Gehirn ist ziemlich gut im Austricksen. Ja, das auch, aber ich glaube, das liegt am Vergleich. Ja. Weil du dich immer vergleichst. Ich glaube, wenn wir leben würden wie früher, nicht im Kapitalismus, wo jeder so erfolgsgetrieben ist, wenn wir einfach nur, keine Ahnung, in irgendeinem Stamm, in irgendeinem Volk so einfach ganz normal leben würden, dann hätten wir diesen Vergleich nicht. Weil wir dann nicht sagen würden, der hat das oder der hat das. Natürlich wäre das vielleicht ein bisschen langweilig, jetzt sind wir da, wo wir sind. Aber der Vergleich ist der Tod, glaube ich. Ja? In beide Richtungen. Man kann sich nach unten vergleichen und nach oben vergleichen. Wenn du dich nach unten vergleichst, dann verlierst du halt an Power, was Neues zu erreichen. Aber wenn du dich nach oben vergleichst, dann fühlst du dich selber klein. Deswegen, eigentlich ist Vergleichen scheiße, weil du bist individuell, du kannst eh nicht so sein wie der andere. So, warum sollst du dich dann mit dem vergleichen? Und da würde ich einfach weitergeben an die Leute, egal auf welchem Weg du halt bist, dass du einfach verstehst, dass du was Besonderes bist. Egal wie du aussiehst oder was du hast oder was du machst. Und wenn dir irgendwas nicht gefällt in der jetzigen Situation, hast du ja immer noch die Power, das zu ändern. Du kannst dich entscheiden, anders zu sein. Ja. Wenn du entscheidest, jemand zu sein, der was muskulös ist und kämpfen kann, dann kannst du entscheiden, der zu sein. Ja. Aber man kann auch sagen, ja, ich habe keine Motivation, ins Gym zu gehen und das zu machen und jetzt irgendwie, keine Ahnung, dreimal die Woche zum Kampfsport zu gehen. Dann entscheidest du ja, das nicht zu sein. Wenn du entscheidest, gesund zu leben, dann kauf einfach die richtigen Dinge ein. Ja. Wenn du sagst, du kannst nicht früh aufstehen, entscheide dich dazu, früh schlafen zu gehen. Ja. Wir müssen unseren Kopf kontrollieren können, so ein bisschen unser Denken. Und nicht, ja, du musst einfach nur wissen, wann du deine Logik halt einschalten kannst und wann nicht. Aber nochmal zu dem Vergleichsthema zum Beispiel, weil du gesagt hast mit dem Gym, ich gehe auch ins Gym zum Beispiel. Ja. So, ich bin jetzt nicht sonderlich breit, aber was witzig ist, wenn ich ins Gym gehe, dann fühle ich mich wie ein Löwe, der alles zerreißen kann. Das Witzige ist aber, ich fühle mich so mit meiner Musik und dann sitze ich da so, weißt du so? Ja. Wenn du es von außen anguckst, dann siehst du eigentlich nur einen Lappen, der so ein bisschen Kilos hebt. Du siehst nicht diesen inneren Kampf, der da stattfindet, weißt du? Das ist dieses Bild. Ja. Wenn jetzt einer da ist, der jetzt einen riesigen Bizeps hat, das sieht ganz anders aus. Dann denkst du dir, boah, der geht ins Gym, der ist fit. Ich mache genau das Gleiche wie der, aber ich bin halt auf einem ganz anderen Level. Ja. So, das ist diese Bewertung, die wir halt von außen halt geben. Das ist echt witzig. Das ist mir neulich mal so aufgefallen. Mir laufst du durchs Gym, als wäre ich so der Breiteste, obwohl ich es halt gar nicht bin. Und das ist dieses Bild und diese Gesellschaft, was wir haben, weil der Typ, der auf einer Yacht eine Party macht oder der mit Sportwagen in der Gegend rumfährt, da gucken die Leute hin und sagen, boah, war krass, der ist erfolgreich. Aber der Typ, der pleite ist, der aussieht wie ein Stück Scheiße, weil er nicht schläft, weil er arbeitet oder sowas, da wissen die nicht. Aber das ist der Weg, wie du halt auf die andere Seite halt kommst. Jeder hat andere Herausforderungen. Ja, das ist dieser... Also ich sehe vielleicht dich mit deinem Auto oder deine Autos und denke mir, Alter, der hat so viele Autos, der hat sich ein geiles Leben. Ja? Da laufen irgendwelche hübschen Mädels hier drin herum oder deine Freundin. Du hast eine geile Aussicht, du wohnst in Zypern, oder? Da denkt man sich so, wow, der hat es eigentlich geschafft, aber du hast ganz andere Probleme wieder. Bei dir ist sicher so, oh scheiße, da schon wieder eine E-Mail, da wieder ein Anwalt, Alter, was ist da los? Ne? Na, scheiße, so ist es das Auto nicht. Ist kaputt, ja, okay, soll ich mein Mercedes hergeben oder soll ich ihn behalten? Du hast ganz andere Probleme wie ich, aber ich habe auch große Probleme und andere sehen mich vielleicht und denken sich, boah, der kann alles... Der schafft alles. Es hört nie auf. Easy. Das hört halt nie auf. Ja. Es geht immer weiter. Du weißt, als wir da mit Immobilien angefangen haben und dann das erste Geld reinkam, da war ich dann so arrogant, dass ich gedacht habe, ich habe das Leben verstanden. Und dann habe ich halt auf eine andere Art und Weise auf die Fresse gekriegt. Ja. Dann sitzt du halt da mit deinem Lambo, sitzt in deiner Villa, bist alleine nachts um drei und denkst dir, scheiße, und was jetzt? So, weißt du, sind ganz andere Sachen. Da geht es dann gar nicht um, keine Ahnung, wie verdiene ich jetzt noch mehr Geld oder irgendwie sowas. Diese Motivation, die war recht schnell weg.
da kamen dann andere Sachen dann raus. So, weißt du, das geht immer weiter. Du eckst immer an, um die Fähigkeiten zu erlernen, um auf den nächsten Schritt zu gehen. Von daher, es gibt keinen Grund, sich selber runterzumachen wegen irgendwas. Warum sollte man das machen? Vertrau einfach dir selber, geh deinen Weg Schritt für Schritt in der Geschwindigkeit, in der du fähig bist zu gehen. Gib immer jeden Tag 1% mehr, mach dich nicht klein und umgib dich mit Leuten, die das verstehen und fördern. Voll. Irgendwie, also ich habe da eine Story von einem Kollegen, der wollte auch immer unbedingt 10.000 Euro im Monat mal verdienen. Mhm. Und dann hat er irgendwann 10.000 Euro verdient. Aber dann war er auch so wie du, war er am See und hat sich gedacht, so, also ein Unglücklicher, was ist jetzt das nächste Ziel? 15.000, 20.000? Ja. Und der eine Freund hat ihm dann gefragt, so, jetzt verdienst du 10.000, aber um was zu tun? Da kommt es dann wirklich, wenn man ein bisschen Geld verdient hat, man braucht ein Warum. Man braucht irgendwas, was einen motiviert, jeden Tag aufzustehen, um die Vision. Ja, man braucht eine Vision. Ohne Vision geht's nicht, oder wie siehst du das? Ja, ich habe hier Vision mir hier hingeschrieben. Ei, was? Vision. Achso, Vision. Ja, ja, das braucht man definitiv. Ich habe ein cooles, kurzes Video gesehen, da ging es darum, da hat ein Typ einen anderen gefragt, so, hey, guck mal, dein Ziel ist, eine Rolex zu haben. Dann gibt er ihm eine Rolex, zieht die Rolex an und sagt, und was hat sich jetzt verändert? So. Gar nichts. Ja. Okay, du hast dann halt die Rolex, du musst ja immer wissen, warum. Bei mir beim Lambo ist zum Beispiel was anderes, weil es war für mich ein Kindheitstraum. Ich wollte schon immer so ein Auto haben. Ich habe mir nie das Auto aus dem Grund gekauft, um zu zeigen, ich bin jetzt ein geiler Typ, ich habe es geschafft oder irgendwie sowas, gar nicht. Deswegen. Aber wie du sagst, man muss eine Vision haben und für mich eine Vision zu haben, eine Uhr zu besitzen oder ein Auto zu besitzen, ist verschwendete Energie. Weil was hat irgendjemand davon, wenn du jetzt da so eine Uhr hast? Das ist dann nur so ein, hey, seht mich an, ich habe es geschafft. Natürlich kannst du das machen, aber ich finde, du kannst es halt machen, wenn du irgendwo halt was bewegst. Deswegen, eine Vision, die darf wie ein Traum, die muss halt riesig sein, weißt du? Ja. Ich weiß, was du meinst. Ja, also ich werde mir mit dir jetzt noch den Sonnenuntergang anschauen. Vielleicht hauen wir uns eine Pfeife rein noch und verbringen noch ein paar coole Tage zusammen. Ja, safe. Ja, mega cool. Und ich glaube, das hat einigen geholfen. Das waren auf jeden Fall die Themen, die, mit denen ich auch am Anfang gestruggelt habe. Oder ja, wir haben jeder, das immer, oder? Man muss das immer wieder wiederholen, das ist ja das Lustige. Man muss immer dabei bleiben, immer am Ball bleiben, immer dabei bleiben. Und ja, würde sagen. Nice, Dankeschön. Ciao.